in der Tekkeri. Ich weiß nicht, ob Kate Beweggründe trauen kann. Bleib dicht bei mir. Ich bezweifle, dass es ein Hinterhalt ist, Logan. Lasst uns einfach hören, was sie zu sagen haben. Willkommen, Kameraden der Klinge des Schicksals. Wir müssen über die Altdrachen reden. Als ich zusagte, wusste ich nicht, dass auch dieser Char kommt. Dasselbe gilt für euch, Mensch. Kommt ihr jetzt um Vergebung angekrochen, Logan? Bei mir gibt es nichts zu vergeben, Ridlock. Logan, Ridlock, Schluss mit dem Hickhack. Keith, das wird doch nichts mit uns. Nicht nach dem letzten Fehler. Die Norn hat recht. Wenn er Stegalken Fehler macht, gibt's Tote. So denkt ihr also darüber, Soja, dass das mein Fehler war? Bitte, ihr alle. Jetzt ist es an uns. Helfen wir den Orden. Wir haben schon gegen Altdrachen gekämpft. Und verloren, weil jemand nicht mithalten konnte. Habt ihr was zu sagen? Sagt's mir ins Gesicht. Würde ich, aber ihr rennt ja ständig davon. Ich sollte euch einfach aufschlitzen. Ach ja, womit? Mit dem Menschenschwert, das ihr aus Ascalon geplündert habt? Genug, das war's hier. Lauft ihr wieder weg? Ridlock, ihr macht es nur schlimmer. Ha, das sagt die Richtige. Logan hat ausnahmsweise mal recht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Mir reicht's. Und ich streng mich nicht für Feiglinge und Narren an. Lebt wohl, Keith. Traurig, Logan und Ridlock streiten zu sehen. Gäbe es nur etwas, das sie zusammenschweißt. Ja, ich weiß etwas. Keith, ich muss auch gehen. Das Treffen war wohl ein Fehler, aber ich wüsste vielleicht eine Lösung. Es gelingt uns also nicht, die Klinge des Schicksals zu vereinen. Wir können uns nicht helfen. Wie dann erst Tyria? Oje, oje. Diese blöde, arrogante Maultierschädel von einem Char. Glaubt er, dass ich das wollte? Es war dumm herzukommen. Ich war ihm nahe zu denken, dass das funktionieren könnte. Ihr seid kein Narr, Logan. Das ist die einzige Möglichkeit. Ohne die Klinge des Schicksals wird Kryta von den Drachen zerstört werden. Wir schaffen es nicht alleine. Das weiß ich. Ich wusste einfach, dass Ridlock wütend war. Er, Soja, sie alle. Aber sehen Sie denn nicht, dass die Wahl, die ich getroffen habe, auch mich hart getroffen hat? Ihr musstet euch zwischen der Frau, die ihr liebt, und eurer Gilde entscheiden. Ihr habt getan, was ihr konntet. Mit der Zeit. Zeit ist nicht das Einzige, was uns fehlt, mein Freund. Aber ihr habt recht, es wird ein Weilchen dauern, bis sich die Aufruhr gelegt hat. Ich werde bald Verbindung zu euch aufnehmen. Gebt die Hoffnung nicht auf, Logan, Tyria. Braucht euch, wie wir alle. Ja. So viel dazu. Hat wohl nicht ganz geklappt, würde ich sagen. Oh. Wir haben einen neuen Schlüssel bekommen. Haben wir denn noch eine Truhe? Aha, 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 aha. Okay. Scheinbar haben wir noch eine Truhe. Was haben wir denn hier? Kleines Kit der Kaltwetterbezwinger zum Doppelklick. Fähigkeit, erhaltet 6 Sekunden Schaden. Das sind alles Materialien. Einmal in die Bank damit. Na, jetzt lager das doch mal ein. Was haben wir hier? Heldenverstärker. 2 Stunden Vorteile. Erfahrung. 50% Erfahrungspunkte aus allen Quellen in allen Spieltypen. Aha, okay. Was haben wir hier? Doppelklicken, um überall freie Welt auf die Bank zuzugreifen. Das brauchen wir jetzt momentan nicht. Das können wir auseinandernehmen, das können wir auseinandernehmen. Und Ditte auch. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal hier wieder raus. Und dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Lest eure Post.
Was zum Geier war das? Okay. Ja, Hauptsache, sie haben Spaß. Novize, ich bin ja gespannt auf euch. Ihr habt bestimmt wunderbare Geschichten zu erzählen. Kann's kaum erwarten, sie zu hören. Man hat mich auserkoren, euch zur Abtei Dumann zu begleiten. Trefft mich doch bitte im Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft Haku in Löwenstein, damit das große Abenteuer beginnen kann. Siran. Ja. Dann mal gucken, wo wir da hin müssen. Aber die Quarkan-Kinder haben scheinbar Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Kinder sollen Spaß haben, egal welche Rasse, welche Klasse, welche, keine Ahnung was. Instanz betreten. Meinen Mentor treffen. Wo ist er denn, der Herr Mentor? Sprecht, womit? Verwalter Gix? Verwalter Gix, hallo. Willkommen in der Abtei Dumann, Novize. Verzeiht, wer seid ihr? Mein Name ist Gix, bin der Verwalter der Abtei Dumann. Ihr werdet mich noch öfter sehen, das verspreche ich euch. Schönen Tag fürs Erste. Ja, danke für die Auskunft, Verwalter. Die Abtei Dumann ist eine Bastion der Geschichte. Dort liegt das Wissen von Jahrhunderten. Seit 200 Jahren sammeln wir Wissen, wir erforschen und erkunden diese Welt. Als Löwenstein beim Aufstieg Orks überflutet wurde, retteten unsere Vorfahren die Überlebenden. Wir bewahrten Wissen, das sonst verloren gegangen wäre. Jetzt, wo die Drachen immer mehr von Tyria verwüsten, müssen wir noch mehr tun. Damit Tyria überlebt, müssen wir wissen, woher die Drachen kommen und weshalb und wie man sie besiegt. Die Abtei widmet sich dem Wissen. Siren, eine unserer besten Gelehrten, wird euch zeigen, wie ihr das benötigte Wissen erwerben könnt. Dumann, unser Gründer, sagte es am besten. Eure Macht ist nur so groß wie die Summe eures Wissens. Wenn das stimmt, sind wir Tyrias einzige Hoffnung, die Finsternis zu überleben, die da kommt. Wir sind die Abtei Dumann. Oh, da ist ein Zwerg bei. Sprecht mit Magistra Siren. Machen wir. Magistratin Siren, wo seid ihr? Ich bin hier, ich will mit euch. Was? Ich komme dann gleich nach Hause. Alles prima. Was ist denn los? Ah, da seid ihr ja. Ihr müsst der Novize sein, den ich holen soll. Ich bin Magistra des Ordens. Aber Titel können wir uns sparen. Nennt mich einfach Siren. Schön, euch kennenzulernen. Ich freue mich auf die Arbeit bei der Abtei Dumann. Euer Enthusiasmus gefällt mir. Ich weiß, ich sollte euch rasch zur Abtei bringen. Aber ich habe einen kleinen Umweg mit euch vor. Während ich auf euch wartete, hat Explorator Kekt mir von einer hochinteressanten alten Zwergengruft erzählt. Und nun ratet mal, sie liegt direkt am Weg. Ich bringe euch natürlich zu Verwalter Gix im Abtei-Haupthaus. Aber vorher lasst uns ein bisschen Spaß haben. Magistra Siren, ihr hört mir überhaupt nicht zu. Wir wissen nicht mal, ob die Geschichte stimmt. Was, wenn die Gruft gar nicht existiert? Wenn das nur eine Legende ist? Oh, Kekt, jetzt nervt mich nicht. Wenn ich der Sache nicht nachgehe, kommen mir die neugierigen Schaufler am Ende zuvor. Und was wäre dann? Sie würden sie zerstören.
Kommt schon. Kann doch nicht schaden, sich dort umzusehen. Der Novize hat auch nichts dagegen, stimmt's? An meinem ersten Tag beim Orden eine antike Gruft erkunden? Klingt toll. Hab absolut nichts dagegen. Dann also abgemacht. Wir treffen uns am Maulendgipfel. Und lasst mich ja nicht warten, ja? Dü-dü. Dü. Denke ich. Naja, vielleicht ein Minütchen. Oder zwei. Oder drei. Oder so. Okay. Wir sollen also zur Zwergengruft. Aber erst möchte ich da hoch. Wenn ich schon mal hier bin, können wir das auch mitnehmen. Ja. Ich komme dich mal zu den Kisten hin. Wie soll ich denn den Rest schaffen? Na gut. Okay, da geht's nicht lang. So. Darum? Nö. Also? Wem? Dem. Wie soll ich. Wie kann ich denn. Ich komme hier nicht hoch. Na komm. Drück doch die Taste. Drück. Okay. So funktioniert das nicht. Vielleicht hier? Nö, auch nicht. Vielleicht hier irgendwie lang? Kommen wir hier hoch, vielleicht so. Und dann darüber oder so. Keine Ahnung. Darüber kommen wir auch nicht. Kommen wir denn darauf? So vielleicht? Na komm. Spring, kleine Drehbjagd daneben. Ja. Jumping Puzzles. Oh Gott. Ist auf jeden Fall was für mich nicht. Also lass mich doch mal hier bitte hoch. Oh. Hüpf. Oh. Hüpf. Ich habe absolut kein passenden Schimmer. Ach, guck mal. Ich kann nicht von hier aus da drauf springen. Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? Oder bin ich gut? Nicht, dass ich das schon mal geübt hätte. Nein. Aber das erste Mal. Hust, hust. Anführungsstriche oben. Gänsefüßchen. Unterstrichen. In Fettschrift. Ach, guck mal, die Kiste. Kiste? Kiste. Nette Sachen. Ja, nette Sachen. Was ist denn da drin? Mehr Karma. Und Geschenke. Geschenke, Geschenke. Doppelt klicken, um euch in einen festlichen Golem zu verwandeln. Okay, ich kann mich verwandeln, der kann aber nicht mehr kämpfen. Aha. Minzatem. 10% Karma-Bonus. Okay. Sachen, die die Welt nicht braucht. Okidoki. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Nehmen wir mit. So. Ach so. Hier diesen komischen Platz. Einmal bitte entdecken. Dankeschön. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten. Ja komm, dann laufen wir da hin. Können wir hier auch die beiden Wegmarken noch mitnehmen. Dann sind wir hier zumindest nicht ganz umsonst. Rumgelaufen, genau. Didididid. Haben wir hier nicht noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Wir haben noch 5 Gold. Aha, naja, gut. Und ja, ich werde es Aha nennen. Es bleibt das Aha. Wie auch immer es hier heißen mag.
Mehr Gold kaufen? Nee, ich wollte das Gold hier mitnehmen. Alles nehmen. Vermögen. War das nicht bei dem? Das ist der Agent. Bin ich wohl falsch. Naja. Dann gehen wir doch weiter. Ich dachte, da drinnen wäre der Auktionsmann. Hey, Mr. Auktionsmann. Zeig mir deine Auktionen. Ist sie wirklich mit Nachnamen Zweig? Elia Zweig. Ich kenne euch nicht. Nicht? Warum kennst du mich denn nicht? Ich bin's. Hallo. Sag zu mir, kennt mich nicht. Guck mal, da haben wir noch ganz viele Aussichtspunkte, die wir mitnehmen könnten. Aber dann würde ich bestimmt wieder ins Wasser fallen und keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Nee, das machen wir ein anderes Mal. Ich möchte jetzt nur hier die Wegmarken mitnehmen. Fremdenführer. Aha. Er hätte ja auch mal so einen Speedman hier ansprechen können. Huhu, Tante, wann gibt's Essen? Was für eine Tante? Hallo? Sagt der zu mir Tante? Sie. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, was das für ein Gebäude ist. Gildenbank. Hauptquartier der Gildeninitiative. Okay. Der Bewohner, der Bewohner. Wir müssen jetzt irgendwo hier lang. Da müssen wir rein. Fremdenführer. Lebt gut. Könnt ihr mir zeigen, wo Dienstleistung, Kaufleute, Gildenbank, Gildendienst, eine Handwerkstation. Achso, das ist so ein Wegbeschreibungsmann. Die sieht ja auch lustig aus. Hat ein bisschen grüne Haut, aber sonst. Lornas Pass. Da wollen wir eigentlich nie hin. Na gut. Dann laufen wir noch zu dem Punkt. Und da machen wir dann eine Aufnahmepause. Weil auch im neuen Jahr möchte ich nicht zu weit aufnehmen. Damit ich dann, falls ihr irgendwelche Tipps, Tricks oder sonstiges habt, damit ich die dann auch noch berücksichtigen kann. Ich glaube, wir werden einfach hier in dieses Dorf gehen. Dann passt das. Ach, das war hier die Abtei Domant. Genau. Oh. Die sollte ich ja eigentlich noch gar nicht sein. Naja, egal. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Weiß es nicht so. Und dann können wir hier einmal unser Gold mitnehmen. Dann können wir eigentlich den Krempel, den wir jetzt hier haben, die grünen Sachen, direkt mal reinpacken. Pfefferminz, bla bla. Nee, das nicht. Aber wir können das hier zum Beispiel reinpacken. Und das hier. Es war alles nicht sehr viel wert, aber Kleinvieh macht auch Mist. Das behalten wir auch. Vollziehigkeit, Präzision. Ach komm. Wird bei uns in der Tasche sowieso nur vergammeln. Können wir das auch verkaufen? Komm. Schmeißen wir das auch weg. Ich werde es sowieso nicht benutzen. Karma-Bonus, das können wir noch behalten. Was führt euch in die Abtei? Plätzchen, magisches Gespür, mehr Gold. Okay, das behalten wir. Okidoki. Haben wir da hinten nicht sogar noch einen Heldenpunkt? Ich hab den nehmen wir noch mit.
Die Gilde Black Phantoms Elite sucht aktive Spieler für alles, was das Spiel so bietet. So, wo ist denn hier jetzt? Stufenaufstieg. Level 44. Okay. Was war das? Ach, Wiederverwertungskits. Das müsste ich eigentlich in die Bank packen hier. Damit ich das meinem Wiedergänger geben kann. Ja. Oh, jetzt habe ich das nicht gelesen. Ich trottel. Kann man das abbrechen? Warte. Die durch Magie in der Schwebe gehaltene Staffel beinhaltet das gesammelte Wissen der Abtei. Durchdrungen von Energie geht von den Inschriften der Tafel ein sanftes Leuchten aus, während sie um einen zentralen Schaft aus Licht rotieren. Ja, da halten wir mal Zwiesprache. Und, ja. Haben wir das auch. Okay. Ja, wie gesagt, das andere nehmen wir alles auseinander hier. Den ganzen Krempel, sofern wir das denn noch können. Ja, so. Glück. Der Rest kommt in die Bank. Müssen wir eben gucken, ob wir hier irgendwo eine Bank haben. Sonst müssen wir unseren kleinen Stein nehmen. Entschuldigung. Aufstoßen ist nicht blöd. Was ist das denn? Die Abtei Domann gibt eine Sammlung Modrimblüten in Auftrag. Im Tausch erbieten wir eine Sammlung Waren an. Okay, und wo kriegt man die? Glück, Handwerksmaterial. Ich will wissen, wo man das Zeug herkriegt. Okay. Keine Ahnung. Na gut. Dann, muss ich mal eben das hier benutzen. Damit ich dann in die Bank packen kann. Die voll ist. Ja. Nö, ja, nö. Konstrukte kann ich nicht irgendwie extra lagern, das auch nicht. Die Taschen müsste ich mal rausnehmen mit meinem kleinen Stinkehempfi. Kürbisöl. Okay. Was ein Blödsinn, ich da drin habe. Machen wir dazu. Das kommt raus. Das kommt rein. Okidoki. Verwenden. Ne, verwenden kann ich, will ich das nicht. Aber ich kann das verkaufen. Handelsposten verkaufen. Ja, komm. Hier. Weg damit. Und für alle, die jetzt denken, warum hat er das jetzt verkauft? Oh mein Gott. Weißt du denn nicht, was das ist? Sage ich jetzt ganz einfach. Nö, ich weiß nicht, was das ist. Also kommt er weg. Okay. Dann mache ich an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Guild Wars 2 mit mir, dem Brewiak, wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schreibt einen Kommentar. Und teilt das Video. Bis denn. Ciao.